Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin hier sehr weit oben gerade. Wir fahren hier so ein, ich weiß gar nicht, Pustertaler Höhenstraße oder sowas. Oh Gott, ey. Schmal, holprig, teilweise ohne Leitplanke, genau das Richtige für mich. Der Icke, der ist irgendwo ganz weit vorne, ist jetzt auch gerade nicht mit in der Tonspur. Achso, du hörst mich doch. Also der kann es ja gar nicht so weit weg sein. So, ja, jedenfalls ist er nicht auf der Tonspur mit drauf, weil das wäre jetzt zu viel Gefummel gewesen, um den da mit reinzukriegen. Aber ich wollte euch das auf alle Fälle nicht vorenthalten. Oh Gott, Alter, wo ich hier gerade unterwegs bin. Das ist schon wieder, ja, crazy. Oh Gott. Du fährst ja auf eine Kurve zu, da geht's einfach runter. Was? Hier soll ich 50 fahren, so schnell? Oh Gott, ey. Die ist aber auch echt scheiße. Ah, hier ist besser. Was los? Du hast ein Foto. So langsam fahre ich nicht. Oh, was liegt da denn für Vieh, Alter? Oh. Aber das sieht cool aus. Ja, dann. Ja. Ja, dann tschüss, Iggy. Wir sehen uns denn da, wo du nicht weiter weißt. Wie, das wird eng. Das ist schon die ganze Zeit eng. Ja, pass auf nicht, dass dir der Radfahrer noch im Schutzblech klemmt. Oh Gott. Oh. 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 Nein. Na, jetzt geht das aber runter hier da. Okay. Der lässt aber auch 1,5 Meter Abstand zur Leitplanke. Alter, ist das geil! Ja. Ja, heute machen wir einen kleinen Abstecher nach Italien rüber. Und dann geht's über den Staller Sattel zurück. Also war das quasi jetzt eben nur zum Aufwärmen. Maltweed. Falscher Gang. Ja, aber so richtig falscher Gang. Das ist hier auch wieder eine Straße, die nur Einheimische kennen, weißt du? Und Kalimoto. Frohnstadel, Alter.
Oh, wir haben bereits 2500 Höhenmeter erklommen heute. Ja, gestern hatten wir 2,7 den ganzen Tag. Und jetzt haben wir schon 2,5, aber wir haben noch 140 Kilometer vor uns. Den Großglockner schaffen wir vielleicht heute noch. So, die Ösis müssen noch alle schiefe Beine haben, Alter. Hier geht er nur rauf und runter. Wenn du älter bist, mit einem Rollator rollst du rückwärts runter. So, wir machen aber gleich ein Päuschen. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach dieser kurvenreichen Strecke machen wir ein Päuschen. Ein Käffchen. Hier irgendwie ein Parkplatz, das sieht gut aus. So. Oh, endlich wieder was essen. So viel geschissen wie hier in Österreich habe ich gefühlt noch nie. Aber man ist ja auch nur am Fressen. Wir befinden uns zwischenzeitlich schon in Bella Italia. Hier links ist ein wunderschöner See mit blauem Wasser. Vor uns ist ein Norweger in seinem Tesla, der 60 fährt, da wo man 90 fahren darf. Ist wunderschön hier. Nö, dich hört man nicht. Das gibt mehr Klicks, wenn man dich nicht hört. Naja, du hast ja schon das größere Zimmer gekriegt. Dann muss man dich nicht auch noch im Video hören. Gut, dass man dich nicht hört. Dein Penis thematisieren wir nicht. Nee. Immer schön langsam und gemütlich mit 50. Sonst wird das ja so kalt, wenn man so schnell fährt. Ja, genau. Immer schön die Batterie schon bergab rekuperieren. Aber wir müssen zum Glück gleich rechts abbiegen. Yes! Oh, hier, Staller Sattel. Passo Stella. Also die italienische Sonne ist mir so krass, da brennt mir immer richtig der Arsch. Ja, das ist irgendwie heftiger als in Österreich. Ob das weiter unten ist oder weiter oben oder warum? Na ja, cool. Der wird er jetzt unglaublich beschleunigen, der Italiener. Mann, ey. Alter, wie geil ist das hier, Junge? Sag mal, ist das hier Einbahnstraße? Wir fahren hier einfach so rein? Ich krall das nicht ganz. Ah, da kommst du. Achso, hier ist irgendwie noch ein Lokal, wo ich ranfahren wollte. Irgendwie hier links. Oh Gott, Alter! Gott! Oh, fuck, Alter! Wir sind auf dem Staller Sattel. Genau, kein Gegenverkehr. Wir sind gerade über die grüne Ampel gefahren. Die ist noch 5 Minuten offen. Hinter uns ist keiner, vor uns ist auch keiner. Ja, okay.
Ja, deswegen fahre ich ja schön rechts. So, jetzt. So, der Ecke verabschiedet sich von uns, der will noch woanders lang. Und der fährt noch einen Umweg, deswegen fahre ich jetzt langsamer, damit wir uns nachher auch wieder treffen. Über diese scheiß Ausreden, naja. Ich habe gehört, könnte für meine Höhenangst unangenehm werden. Aber das Geile ist, du musst keine Angst vor Gegenverkehr haben. Warum man hier nur 50 fahren soll. Ach so, ja, okay. Man sieht nicht sehr viel. Irgendwie will ich nach den Spitzkernen meinen Blinker ausmachen. Ja, das sind die sogenannten Fotonischen. Ist das geil, Alter, der macht mir richtig Spaß. Man muss ja wieder warten. Digga, soll ich mal was sagen? Okay, schade, ist ein Roller. Ich wollte gerade sagen, soll ich dir mal was sagen? Ich bin nicht der langsamste Bike auf dem Pass. Aber es sind Roller. Aber ich bin hinter dir. Ach so, ja, okay. Deswegen wolltest du denn vorfahren. Hä? Hättest du auch hinter mir bleiben können. War es nicht zu langsam? Ich bin die ganze Zeit hinter dir dran geblieben. Der Icke sagt gerade, hier ist ein Tal, da sind auch Kühe. Achso, deswegen 4,5 Kilometer Kühe. Der hat ja richtig Spaß gemacht, ey. Einfach schön hochballern und die Karre von links nach rechts werfen. Muku! Alter, die Sonne knallt mir so auf den Arsch, ne? Mir brennt so der Hintern. Ja, Kühe baden. Lass uns hier anhalten, wir baden die Kühe. Kühe baden mit Motovloggy. So, jetzt kommen wir wieder was von vorne. Darfst nicht so weit vorfahren. Wir müssen bald links abbiegen. So in 34 Kilometern.
Aber das Tal, alter Falter. Ja, und wie sich die Straße hier so durch dieses Tal schlängelt. Echt mega cool, ey. Wie schnell darf man hier eigentlich fahren? Hier ist nix. Ich habe in einem Video gehört, dass der Stadler-Sattel mein Endgegner wäre. Ich hatte so Spaß, das war so geil. Ich weiß nicht, ob ich so viel Spaß hätte runter, aber hoch war geil. Ja, das wie. Boah, das bremst du so hart. Oh, Spitzkehrreihe, sag doch was. Das ist aber auch übel hier mit den Metallgittern. Naja, wenn du da blöd fährst und in Schräglage rauskommst, gute Nacht. Was hat jeder hier alles auf dem Moped, Mann? Hier, Sportler. Sportler, ein Staller Sattel, du. Ja, so bekloppt sind nicht viele, glaube ich. Ja, da soll mal nochmal einer sagen, ich beherrsche mein Moped nicht, ne? Und ich. Wie war das auf TikTok, die Kommentare, du, so langsam wie du fährst, du solltest nie wieder Motorrad fahren, du bist eine Gefahr für alle anderen. Ja. Ach, wer diese Laberköpfe, weißt du? Ich fahre so, wie ich mir das zutraue und bisher bin ich am Leben geblieben, ne? Und wenn ich hier so nach links runter gucke, ohne Leitplanke, Alter. Scheiße! Und wieder was gemeistert und richtig stolz. Weil ich auch noch Spaß dabei hatte. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt lang geballert bin und mir ins Höschen gekackt habe, sondern das war echt geil. Das hat Spaß gemacht. Oh Gott, das macht keinen Spaß. Naja, oh Gott. Warte mal, wie, der muss oben umgedreht sein, weil der Sattel ist für Wohnmobile doch gesperrt. Ich glaube ja. Ich glaube, der ist für Wohnmobile und Anhänger gesperrt, der Stallersattel. Ich will jetzt keine Scheiße erzählen, aber ich glaube ja. Und so wie das da aussah, wie der hier lang kriecht, wie soll das sonst geklappt haben mit seinem Wohnmobil, da die engen Dinger. Aber die fahren auch echt, meine Güte, Alter. Da würde ich mit meinem Auto und Anhänger noch anders rumfahren. Mahlzeit! Oh, das ist wie ein Luftausgleich hier, Druckausgleich. Alter, dieser Fluss, wie geil da. Oh, 50. Das ist übrigens das Deferreckental. Was lachst du denn so? Das heißt so. Ich hoffe, Deferrecken. Sag doch was, sag nicht einfach nur. Ich bin eine ganz, ganz kleine Bodenpussy. Nee, bin ich ja nicht. Ich bin ja keine kleine Kurvenpussy mehr. Also wenn du nur noch so eine ganz klitze kleine. Alter, dieser Bach. Ja, das Wasser ist so geil blau. Oh, frisch asphaltiert. Ich bin immer noch von diesem Fluss total fasziniert. Alter, voll Insekt und genau mitten aufs Visier, aber so richtig zersplättet. Aber so richtig, ich habe so richtig die Schlotze jetzt am Visier, ey. Aber vom Feinsten, ne? Räudig. Ja. Bei dir so wupp wupp und bei mir oi, oi. So wunderschön. La 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 la. So wunderschön. So schön. So wunderschön. Und die ganze Zeit an diesem Bach lang, ne? Das ist so geil, ist das.
Ja, da können die nicht wenigstens eine so eine Strecke nach Schleswig-Holstein bauen, so ein paar Berge aufschütten, so einen Bach da lang machen. Eigentlich könnte ich sowas mal von meinem YouTube-Money finanzieren. Das Moto-Vloggy-Tal. Biker Eldorado. Da mache ich den Hotel auf und kassiere die alle ab. Welch reich! Ich werde reich! Und dann scheiße ich auf. Das ist ja richtig dunkel hier, Alter. Ja, muss auch erstmal Visier hochmachen. Hier ist auch nass in der Mitte. Alter, ist das krass. Die hat eine super Akustik, der Tunnel. Oh, ist das herrlich, Alter. Die Tour war bis jetzt echt mega. War alles dabei, schnelle Passagen, schöne Pässe, Staller Sattel, echt mega. Und wir haben in einem Wirtshaus zu irgendeiner Burg, war quasi am Fuß einer Burg, da haben wir Moor im Hemd gegessen. Moin! Ja, da waren wieder welche im Mesh. Jetzt wissen die auch, dass wir Moor im Hemd gegessen haben. Das war ein Schokokuchen, ein warmer mit Vanilleeis und Schokoladensauce. War sehr lecker. Dürfte in Deutschland natürlich niemals so heißen. Oh, von hinten kommen Mopeds. Die scheißen auf jegliche Verkehrsregeln, so wie die fahren. Naja, ich fahre halt mich mal rechts. Na, jetzt das Überholverbot. Achtung, Moped von hinten. Ja, das sind die von vorhin. Ja. Dreckschen Belgier. Belgier. Naja. Obwohl du ja auch Gas gegeben hast und ich auch echt hinterhergeballert bin, gerade wie ein Beknackter. Also da habe ich gerade ein bisschen geschwitzt. Also wenn ich da nicht linksrum gerade meinen Angststreifen weiter weggefahren habe, dann weiß ich auch nicht. Nee, eben, die haben eben im Tunnel so gedrängelt, Alter. Mortit! Oh, Alter. Oh, oh, die Beine ausstrecken. Holla, die Waldfee. Ach ja, das ist schon fett, dieser Fluss. Ich kann es so immer wieder sagen, ich habe es bestimmt in dem Video schon 300 Mal gesagt. Aber dieser Fluss, jedes Mal, wenn man ihn sieht, der wird jetzt auch immer breiter, ist halt echt geil. Ein geiler Fluss. Der ist so geil, dass er richtig feucht ist. Ach guck, das ist der Isel. Über den sind wir heute schon ein paar Mal rüber gefahren. Ein paar Mal, sag ich ja. Ja, da sind wir ein paar Mal drüber gefahren. Ja, ein paar Mal sogar. So anderthalb bis 15 Mal. Grob. Pi mal Daumen. Heute Vormittag. Da kann ich mich noch dran erinnern, als wenn das heute gewesen wäre. So, jetzt fahren wir die Felbentauerstraße wieder runter. Inklusive einem elendlangen Tunnel. Alter, ist der Berghof vor uns, ey. Und rein physikalisch, wenn ich das rein physikalisch betrachte, und wissenschaftlich analysiere mit meiner enorm hohen Intelligenz,
wird er ja auch immer höher, wenn wir weiter runterfahren. Das ist mir so scheiße. Tschüss! Mein Gott, wieso fahren die denn alle nicht die Geschwindigkeit, die man darf? So, und da ich nicht weiß, wie lange der Akku hält, machen wir es wie immer. Würde ich jetzt mal mit dieser tollen, kurvigen Strecke und nach dem Erlebnis Staller Sattel mit einer Supersportler, würde ich dann sagen, haut rein, grüßt die Enten und tschüssi! Der Ecke hat nicht tschüss gesagt, weil der ist nicht zu hören, aber er sagt trotzdem nicht tschüss. Ach, jetzt hat er tschüss gesagt. Nur weil ich erst muss mal wieder was sagen, ne? Aber er hat das ja nicht nötig, er hat ja schon das größere Zimmer. Und den größeren. Nein, dein Penis thematisieren wir immer noch nicht.